So, ich begrüße euch ganz herzlich zur nächsten Ausgabe von Angepackt. Und zwar fassen wir heute zwei Wochen zusammen, die Wochen 5 und 6 vom Bibelprojekt 2021. Man merkt schon, es wird so ein bisschen ruhiger, es kommen weniger Fragen rein. Wahrscheinlich genießt ihr auch das schöne Wetter etwas mehr. Ich möchte heute drei Fragen beantworten, und zwar einmal aus 4. Mose 20. Die Frage, ob die Strafe für Mose ein bisschen zu hart war, nur weil er einmal die Kontrolle da verloren hat am Felsen, dass er deswegen nicht ins gelobte Land kann, scheint schon ziemlich hart. Denn das andere, die Geschichte mit der Sippe von Korach, die da in 4. Mose 16 so bestraft wird. Und dann zum Schluss noch 5 Mose 2 und 3, die für uns so schwierige Thema mit, dass Gott so Kriege erlaubt und dass Leute getötet werden, dass der sogenannte Bann vollstreckt wird. Wie können wir das verstehen? Ich fange aber mal an mit 4. Mose 20. Die Strafe für Mose ist die zu hart. Ihr erinnert euch, Gott sagt zu Mose, also das Volk schreit wieder nach Wasser, Mose ist unter Druck. Er bittet Gott um Hilfe und Gott sagt, er soll zu diesem Felsen reden und dann kommt Wasser raus. Was Mose dann aber tut, ist, er redet nicht zu dem Felsen, sondern er schlägt zweimal mit seinem Stab auf den Felsen. Und dann kommt Wasser, aber Gott macht ihm danach den Vorwurf, der folgendermaßen heißt, du hast nicht an mich geglaubt und du hast mich nicht geheiligt. Und deswegen darfst du nicht mit ins gelobte Land. Übrigens, wenn der Ton nicht so gut ist, dann tut mir das leid. Ich kriege das gerade leider nicht besser hin. Es heilt ein bisschen. Okay, also, nicht geglaubt, nicht geheiligt. Was können wir darunter verstehen? So genau weiß ich es auch nicht. Nicht geglaubt heißt wahrscheinlich, dass er eben geschlagen hat mit seinem Stab. Das kannte er schon, eine Aktion mit dem Stab, da jetzt nur so zu reden. Und was passiert, war neu für ihn. Vielleicht war das das, was Gott ihm vorgeworfen hat. Hey, du hast mir nicht vertraut, eine neue Methode. Du wolltest dich auf dein eigenes verlassen. Du hast mich nicht geglaubt. Und das andere, du hast mich nicht geheiligt. Das heißt, du hast mir nicht die Ehre gegeben, die mir zusteht. Ich weiß nicht genau, warum er das denkt, vielleicht, weil Mose gedacht hat, wir können euch Wasser geben, schaut her. Dabei ist klar, dass das ja die nicht können, sondern nur Gott. Nun, Mose selber sagt ja an manchen Stellen, wegen euch komme ich nicht ins gelobte Land. Und da fragen wir, ist es nun deswegen, ist es wegen dem Volk? Ich versuchte, seine Verantwortung abzuschieben. Jemand, der so demütig ist und verantwortlich eigentlich wie Moses, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen lässt uns diese Geschichte zurück. Da muss doch noch andere Gründe geben. Gründe in Gott, Gründe bei Mose, in der ganzen Situation. Warum hat Gott so entschieden? Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir auch akzeptieren, dass wir einfach nicht alle Infos haben. Und die Gefahr ist, dass wir bei solchen Texten zu so Hobbypsychologen werden, und unsere Bibelauslegung hat dann oft das Niveau von Frauenzeitschriften oder Männermagazinen, die versuchen, so das Innenleben der Stars zu analysieren. Wie konnten die nur, was war da? Und mal ganz ehrlich, keine Ahnung. Und so ist es auch hier bei Mose und bei Gott. Wir kriegen nur so ein paar Infos. Es bleiben viele Fragen offen und das müssen wir auch ertragen. Es sind aber auch zwei Dinge an diesem Text meines Erachtens, die sehr klar sind, und zwar zwei Dinge, die für alle Gläubigen zu allen Zeiten gelten, auch für uns heute, und zwar die Aufforderung, dass wir Gott vertrauen müssen und ihn heiligen oder ehren sollen. Und zwar, das beten wir zum Beispiel im Vater Unser, geheiligt werde dein Name. Es ist ein ganz großes Ziel, dass Gott eben als Gott geehrt wird und groß rauskommt. Und diese Geschichte erinnert uns darum, dass wenn wir das nicht tun, erinnert uns daran, wenn wir das nicht tun, dann haben auch wir negative Konsequenzen zu tragen. Was das jetzt bei uns bedeutet, ist ja immer dann unterschiedlich. Ja, wir haben ja nicht so das gelobte Land, aber für uns die Erinnerung, auch Gott zu vertrauen, ihn zu ehren, ist für uns ganz zentral wichtig. Die nächste Geschichte
geht auch um Ehren bzw. um Gottes Heiligung bzw. Heiligkeit, das mit der sogenannten Rotte Korach, mit dieser Familie Korach, die gegen Gottes Entscheidung rebelliert, und das ist einfach mal so ein krasses Beispiel von Gottes Heiligkeit, der Sünde eben sofort straft. Und auch das ist für uns einfach krass, weil wir diese Heiligkeit einfach nicht so verstehen. Mir ist an dieser Geschichte aber zwei Dinge deutlich, wie wir jetzt auf diese Heiligkeit Gottes reagieren, auf seine Wege, wie er handelt. Und im Angesicht von Gottes Heiligkeit und Gericht, da können wir uns abwenden in Misstrauen und Rebellion, wir verstehen das nicht, wir wollen nicht so einen Gott. Oder aber wir können selber das ernst nehmen in unserem Leben, uns prüfen und Buße tun und umkehren. Und es scheint so, dass das seine Nachkommen gemacht haben. Weil wenn man jetzt bei den Psalmen zum Beispiel sieht, da gibt es bei 11 Psalmen die Überschrift, dass sie anscheinend von den Nachkommen von der Familie Korachs ist. Und gerade wenn man sich ein paar von denen anschaut, von diesen Psalmen, dann sind das ganz wunderbare Lieder, Gedichte als Ausdruck der Hingabe, der Sehnsucht nach Gott, des Vertrauens und der Liebe zu Gott. Und vielleicht ist nochmal interessant, gerade diese Psalmen, die werdet ihr finden, zum Beispiel bei Bible Server oder so, wenn ihr Korach eingeht bei den Psalmen, dann seht ihr das. Und wenn ihr die vor diesem Hintergrund lest, dann finde ich das ermutigend, vielleicht gerade für diejenigen von uns, wo unsere Vorfahren eben gar nicht so vorbildliches Leben geführt haben. Aber wenn wir dann Buße tun, umkehren, dann kann sich unser Leben radikal von denen positiv abheben. Der zweite Punkt, der mir dabei wichtig ist, der ist ein bisschen allgemeiner. Man hat ja den Eindruck in 4 Mose 16, dass alle Nachkommen gestorben sind. Das ist natürlich die Frage, okay, wenn alle tot sind, wie können dann die Psalmen geschrieben haben? Wenn man jetzt aber 4. Mose 26, 11 liest, das ist so eine typische Passage, wo man da durchblättert, da wird explizit gesagt, dass nicht alle Söhne gestorben sind. Und das führt uns zu einem literarischen Stilmittel, was oft angewandt wird in der, im Alten Testament, passt auch, glaube ich, so ein bisschen in den Orient, ist das Stilmittel der Übertreibung. Also wenn da zum Beispiel steht, Mose geht zur Stifte, dann steht das ganze Volk, alle Israeliten stehen vor dem Zelt, dann darf man das nicht mathematisch verstehen, sondern dass ja eben viele stehen, aber mit Sicherheit nicht alle, nicht die, die schlafen, die krank sind, die gerade ihre Kinder wickeln oder hinter denen herlaufen und so weiter. Also von daher das Stilmittel der Übertreibung, und für uns ist das manchmal schwer zu verstehen, aber wir dürfen das nicht mathematisch verstehen, da war jetzt wirklich jeder. So ein bisschen so, wie wenn wir jemanden sagen, oh, ich stand gestern ewig in der Schlange bei Aldi, dann denkt er, du kannst ja nicht ewig da gestanden haben, ne? Sondern für uns kam das sehr lange vor, diese 10 Minuten. Das ist auch so ein typisches Stilmittel der Übertreibung. Wir kennen den Ausdruck jetzt, wir verstehen das, können das einordnen. Wir verstehen das Alte Testament auch nicht so gut, und deswegen können wir gar solche Aussagen auch über Zahlen und so nicht immer so ganz optimal einordnen. Das nur so zum Hintergrund. Und von der Rotte Korach. Und jetzt die dritte Frage oder die dritte Geschichte ist die der Landeinnahme und dass teilweise der Bann vollstreckt wird. 5. Mose 2 und 3. Das ist mit Sicherheit eines der schwierigsten Episodengeschichten, die für uns heutzutage sehr schwer zu ertragen sind. Ich möchte ein paar Dinge dazu sagen. Erstmal, ich hoffe, es ist euch aufgefallen, dass nicht alle Völker gleich behandelt werden, sondern in der Tat sehr unterschiedlich, mit unterschiedlichen Kategorien. Und wenn man mal genau hinschaut, dann ist es in der Regel so, auch nicht immer, gibt noch Ausnahmen, aber es ist in der Regel so, dass an den Kanaanitern der Bann vollstreckt wird, und zwar, weil die besonders schlimm waren. Geht davon aus, dass bei denen ihr ganzes Leben völlig okkult durchdrungen war. Dass besonders die Vermischung mit den Frauen von den Kanaanitern verboten wurde, weil die Religion da von den Frauen praktisch bestimmt und weitergegeben wurde.
Bei den Aramäern war das zum Beispiel anders. Da hat die Frau die Religion des Mannes immer angenommen. Genau, aber weil jeder Teil des Lebens mit diesem okkulten Götzendienst und auch noch diesem Baalsdienst verbunden war, musste eben alles von denen zerstört werden. Eben auch Gold und Schmuck. Im Gegensatz zum Beispiel aus Ägypten, da haben die ja den Gold und Schmuck mitgenommen, weil das eben nicht so okkult war. Ich habe hier mal eine Gegenüberstellung gemacht. Das ist eine Tabelle. Wenn es euch wirklich interessiert, dann schreibt mir einfach und dann oder dem Büro, dann schicke ich euch diese Übersicht mal zu, weil es gibt gewisse Themen, die uns besonders im Alten Testament auffallen und die wir sehr sonderbar finden und merken oft nicht, dass das auch im Neuen Testament ein ganz zentrales Thema ist. Und das sind da teilweise aber auch Themen, die uns im Neuen Testament vielleicht ein bisschen schwer fallen. Was ist wichtig zu sehen, dass es eigentlich eine rote Linie ist und dass das Neue Testament eben wirklich die Erfüllung des Alten Testamentes ist, beziehungsweise dass eigentlich die gleichen Themen sind, nur dass die andere Antworten, beziehungsweise dass Gott da einfach noch klarer wird und dass die Offenbarung da deutlicher wird. Aber es ist doch sehr ähnlich. Zum Beispiel, ich stelle mal die Themen so vor, die im Alten Testament, die uns da so auffallen, die uns aber auch im Neuen Testament beschäftigen oder beschäftigen sollten. Ganz zentral das Thema Götzendienst, ne, im ersten Gebot. Das ist so die zentrale Sünde, darum dreht sich alles, aus der entwickelt sich auch alles. Und genauso ist auch im Neuen Testament, ne, von Jesus, ne, von dem Götzen Mammon spricht oder von unserem Herzen, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen. Das ist das erste Gebot oder auch Römer 1 ab Vers 18 bis 32 zu erklären, dass unsere ganze Not daher kommt, dass wir Götzendienst betreiben, dass wir unsere Götter austauschen quasi. Zweites das Thema Sünde oder Bundesbruch. Wenn das geschieht, dann entsteht da bei Gott Ärger, Zorn, Strafe und Tod. Und zwar immer zuerst am Volke Gottes und dann an den Feinden. Und im Neuen Testament ist es genauso. Also auch da Sünde bringt Ärger, Zorn, Strafe und Tod hervor, auch wenn man Jesus so sieht, wie er darauf reagiert. Der Unterschied da ist aber, dass der Zorn und der Ärger, dass die praktisch Gott selber treffen. Also Gott nimmt es auf sich. Das wird eben noch deutlich bei der Antwort auf Sünde. Also das ist so die Lösung, die Antwort für Sünde. Im Alten Testament ist das eben Reue, Umkehr und ein Opfer. Und im Neuen Testament ist das eben auch Reue und Umkehr, aber das Opfer ist eben das bessere Opfer. Das Lamm ist halt Jesus, der die Sünde ein für alle Mal wegnimmt, weil im Alten Testament man das immer wieder machen musste und sich da irgendwie nie so ganz sicher war. Aber auch im Neuen Testament ist Reue und Umkehr sehr wichtig. Das vergessen wir oft und wir machen dieses Opfer und diese Vergebung. Degradieren wir oft zu so billiger Gnade. Und im Alten Testament sehen wir so, dass Reue und Umkehr wirklich dazugehören. Das sieht man im Neuen Testament auch. Dann die ganze Thematik Kampf, Krieg, Gewalt. Da ist eben der ganz große Unterschied, dass es damals ja in diesem kurzen Zeitraum, ist auch nicht immer im Alten Testament, aber gerade in der Geschichte der Phase der Heilsgeschichte, in der sich Mose befindet, da ist ja keine Trennung von Kirche und Staat. Es ist quasi ein Gottesstaat und da ist praktisch ein geistlicher und weltlicher Krieg eins. Das ist heute natürlich ganz anders, auch schon im Neuen Testament, ne? Römer 13 zeigt uns das, aber auch für uns, da ist Trennung von Kirche und Staat. Deswegen haben wir als Kirche nichts mehr mit den weltlichen Kämpfen zu tun, beziehungsweise wenn, dann als Bürger eines Landes, aber nicht als Christen, während wir aber natürlich immer wieder aufgefordert werden, den geistlichen Kampf zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Also die Thematik des Kampfes und des Krieges ist auch im Neuen Testament sehr präsent. Denn das andere schwierige Thema dieser Vernichtung im Alten Testament ist eben der Bann, es ist der leibliche Tod. Dieses Thema gibt es aber auch im Neuen Testament, besonders bei Jesus, das vielleicht, was wir insgesamt mit Hölle verbinden, also ein ewiger geistlicher Tod, dass das alles, was gegen Gott steht, eben keinen
Bestand haben wird und in keinster Form irgendwie weiter existieren wird. Also von da ein sehr ernstes Thema und für uns auch nicht viel leichter als das Thema mit dem Bann und dem leichtlichen Tod. Aber es ist wieder eine Parallele zwischen den beiden. Dann, was wir im 5. Buch Mose sehen, dieser Zusammenhang von Gehorsam und Liebe, dass das immer schon untrennbar zusammengehört. Also wir erfahren erst Befreiung, diese Gnade Gottes, diese Liebe. Aber das führt eben dazu, dass wir gehorsam gegenüber den Geboten Gottes sind, dass wir so leben, wie Gott das möchte. Und das sagt Jesus ja auch, zum Beispiel in Johannes 14, 15 und 21. Ne? Wer mich liebt, der hält meine Gebote, gehört einfach zusammen. Und dann noch ein anderes Thema, Absonderung und so, Heiligung des Volkes. Die haben gesagt, dass sie sich nicht vermischen sollen und so. Und diese Thematik gibt es auch, zum Beispiel gerade beim Korintherbrief, 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1, ne, dass wir eben keine Gemeinschaft haben sollen. Geistliche, innige Gemeinschaft, Licht und Finsternis, diese ganze Thematik könnt ihr euch durchlesen. Kann ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber die Thematik ist das Gleiche, dass gewisse Dinge einfach nicht zusammengehören. Gut, soweit jetzt von mir. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Schwierige Themen, aber es ist gut, wenn wir uns da nochmal so dran erinnern. Und ja, es ist gut, dass wir auch so einen klaren Blick auf Jesus kriegen, der eben ja, die Heiligkeit Gottes auf sich genommen hat, auch das Gericht auf sich genommen hat, diese Vergebung, diese Liebe, die wir haben, wird meines Erachtens vor diesem Hintergrund des Alten Testamentes einfach nochmal viel größer. Aber auch die Ernsthaftigkeit der Sünde, unsere Berufung, uns auch heiligen zu lassen und zu verändern durch den Heiligen Geist, auch das wird meines Erachtens vor dem Hintergrund des Alten Testamentes auch nochmal deutlicher. Und das finde ich sehr schön und deswegen liebe ich auch die Mosebücher so sehr. Also in diesem Sinne, Gottes Segen euch. Ciao.